Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen viralen Hit. Wir haben heute wieder prominente Gäste und zwar mit dem Podcast Mordlos bei uns. Wir sind große Fans. Ja. Paulina und Laura. Applaus. Wir sind große Podcast-Freaks. Wir hören euch sehr gerne auf Autofahrten, wenn wir als Beifahrer fungieren. Ja. Ihr habt einen Podcast, einen sehr erfolgreichen Podcast. Ja. Könnt ihr mal droppen, wo, auf welcher Rangliste ihr seid? Ihr seid doch irgendwie mit Deutschlands erfolgreichster Crime-Podcast, oder? Da kann man mal applaudieren. Ja. Zeitverbrechen ist noch vor uns. Ja gut, aber die man kann ja beides parallel hören. Ich höre immer auf dem Ohr so. Auch wann wir rauskommen, wird mir manchmal auch vorlesen. Erzählt mal ein bisschen, was macht ihr in eurem Podcast Mordlust? Wir reden über deutsche Kriminalfälle und wir erzählen uns immer gegenseitig einen Fall. Wir haben immer ein Oberthema, beispielsweise Sterbehilfe oder Sadisten. Und dann diskutieren wir danach über die Fälle und alles, was man sonst noch dazu wissen möchte. Wie bereitet ihr euch denn auf diese Fälle vor? Sagt ihr euch am Montag, ich will den Mörder machen und du machst dann den? Oder wie funktioniert das? Nee. Eigentlich wissen wir ja nicht, wer was macht. Wir wissen ja eigentlich nicht, wer was macht, damit das auch noch ein bisschen... Was ist, wenn sich das doppelt? Und ihr habt die ganze Woche auf dem gleichen Fall rumgeackert? Da ist ja der Janis für zuständig. Da steht gar keiner. Okay, das heißt, der Janis gibt da schon Tipps. Macht doch nicht Armin Maywiss, weil das hat die Paulina schon. Oder? Genau. Und okay. Das ist eher so, dass wir erstmal ein Oberthema haben und dann sagen wir, irgendwie das finden wir interessant und dann sucht jeder sich einen Fall raus. Genau. Wie seid ihr dazu gekommen zum Podcasten? In Deutschland gab es noch nicht so viele Crime-Podcasts, also zwei oder so. Und wir sind große Podcast-Fans von amerikanischen Crime-Podcasts. Und dann haben wir gedacht, ach, machen wir mal zum Spaß. Und so hören sich die ersten Folgen tatsächlich auch noch an. Mhm. Hört ihr eure Podcasts dann nochmal selber, wenn die rausgekommen sind? Komplett durch? Nicht nachdem sie rausgekommen sind, aber bevor sie rauskommen auf jeden Fall. Ja, aber hört ihr die auch so auf einer Autofahrt euch selbst aber auch nochmal zu? Oder gar nicht? Sehr furchtbar. Oder war das guckt ihr euch eure Show immer noch mal danach? Nein. Nein. Wir haben heute ein tolles Spiel vorbereitet, zum Beispiel mir Mörder oder Influencer. Das haben wir mit Lena und Nico Santos schon mal gespielt. Link in der Infobox. Wir zeigen euch gleich Bilder und ihr müsst dann gemeinsam die Entscheidung treffen, handelt es sich bei dem Bild um einen Influencer oder um einen Mörder? Schreibt auch gern in die Kommentare euren Lieblingsmörder. Eure Lieblingspodcasts auch natürlich. Ja. Und habt ihr Tipps, was wir in den nächsten Tagen, Jahren bei unserer Show noch verbessern können? In die Kommentare natürlich. So, wir spielen jetzt wieder das Spiel, bevor ich mich über... Ihr habt zwei Buzzer, genau. Laura, drück mal drauf. Mörder oder? Influencer. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Wir haben es auch kapiert. Ihr auch nicht auch. Wir legen los. Ganz klar hier, ne? Wieso Mörder? Also man fragt sich, für was er sonst Influencer wäre. Der ist ein bisschen zu alt, meiner Meinung nach. Sieht auch so aus wie im Gerichtssaal ein bisschen, ne? Ich finde deine Frisur toll. Ich finde, er sieht aus wie eine Eule. Bisschen, oder? Ja. Oder? Er ist Influencer, kann man so sagen. Und zwar ist es Klaus Fussem. Und der hat 603 Instagram-Follower, ist verifiziert und der ist Politiker. Entschuldigung, der ist verifiziert, ich bin nicht verifiziert. Das wird sich natürlich daran erinnern. Ist aber jetzt falsch gesagt, er ist ein Politiker. Wer verifiziert ist, ist ein Influencer. Ja, das kann man sagen. Du und ich nicht. Sie ist eine. So, kann noch kein Punkt für euch, die nächste Person. Auch hier. Mhm. Ich glaube, das war die, die ein jüngeres Kind umgebracht hat und das dann an die Wand gemalt hat. Was, das Kind? Nein, ja, also, nee, sie hat das irgendwie an die Wand dann geschrieben bei sich zu Hause. Ihr habt auf jeden Fall recht, ist eine Mörderin und zwar Alyssa Bustamante und die tötete mit 15 Jahren die 9-jährige Nachbarstochter Elizabeth. Grund, sie wollte nur mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, zu töten. Boah. Wer kennt's nicht, Freunde, man kennt es, oder Luki? Klar, wenn ich dich sehe, will ich auch mal direkt vernaschen. Aber Applaus! Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Sieht aus wie so ein MySpace-Profilbild von 2007 oder so. Das aber ist ja das Ding, man sieht es den Mördern ja meistens nicht an. Laura, du arbeitest ja als freie Journalistin für RTL, NTV, habe ich gelesen. Auch nicht mehr jetzt. Nicht wir mehr, aber wer zahlt besser, die Öffis oder die Privaten? Ich habe einen Wollen Stift mit Feder. Das Paulina, kommt drauf an, antworten. Wie man verhandelt. Wir sind ab jetzt gute Verhandler. Okay. Wir haben gehört, wir sind Gefürchtete. Ja, ihr habt einen Punkt gemacht, super. Haben ja eben schon gesagt, applaudiert ordentlich. Ich würde sagen, wir machen weiter. Ich würde sagen, das ist ein Influencer. Irgendwie finde ich, der sieht nicht aus wie so ein... Könnte auch in der JVA entstanden sein oder so. Der sieht nicht aus wie so ein typischer Influencer. Also ich würde Mörder sagen, aber
Na bitte. Du bist ja die Hellseherin. Mach jetzt. Das ist leider falsch. No. Es ist der YouTuber-Influencer Leutnant McKiller. Der hat auf YouTube 366.000 Abonnenten. Wow. Let's Player ist das. Ah. Habt ihr denn so Kontakt zu anderen YouTubern oder so? Oder anderen Influencern oder Podcast-Leuten? Ja, Podcast-Leuten. Wer denn so? Wir hatten ja schon mal eine so eine Crossover-Folge mit den Lester-Schwestern. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wusste ich, dass Rob Bubble mal in Amerika war? Der hat doch mal... Mit Philipp DeFranco, oder? Hat er noch nie gesagt. Das habe ich noch nie gehört. Das gibt leider keinen Punkt für euch, aber ein paar Leute haben wir noch. Das wissen wir. Wer ist es? Luca Magnotta. Ja. Richtig. Luca Rocco Magnotta. Was hat er getan? Er hat Lass Katzen misshandelt. Er hat Katzen misshandelt? Ja. Und dann hat er einen Menschen getötet, zerteilt und dann in einen Koffer gesteckt. Und er hat vor allem über sich selbst mehrere Instagram-Profile angelegt, weil er gerne auch ein Influencer gewesen wäre. Und hat auch Behauptungen über sich selbst in die Welt gesetzt. Also ein sehr kranker Mensch, kranker muss man sagen. Ja. Aber gut sieht er aus. Wisst ihr, warum er gefasst wurde? Nee. Weil er hier in Berlin, das ist ja gar nicht Berlin hier, in Berlin wurde er, war er in einem Internet, wie nennt sich das? Café. Internetcafé und hat sich selber quasi gegoogelt und der Kioskbesitzer oder Internetbesitzer, der hat den dann verpfiffen. Weil er das kurz vorher in den Nachrichten gesehen hat. Ja. Aber wollte der so ein Serienkiller werden oder war das jetzt ein Mord und das mehr wollte er nicht machen? Der hätte bestimmt weitergemacht, wenn man den nicht aufgehalten hätte. Googelt ihr euch manchmal selber? Nee, aber der Vater meines Freundes hat das letztens gemacht und auf Platz 5, das fand er dann ganz lustig, war Laura Wohlers Freund und bei Paulina war Paulina Graser Hund. Du hast einen Hund, der ist Fussel, ne? Ja. Wo ist der? Wieso ist der nicht heute hier? Das ist ein süßer kleiner Fratz, der steht uns immer die Show, deswegen bleibt der gefälligst Was zu Hause. Was ist das für eine Art von Hund? Habaneser. Also wuschelig. Wuschel, wuschel. Ja. Ah, oh, ist aber süß. Habt ihr auch Haustiere? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ja, das ist der nächste Punkt für euch. Ihr räumt ihr richtig ab. Ihr seid offenbar schlauer als Lena und Nico Santos. Weiter geht's. Was macht euch da so sicher? Mama-Bloggerin. Mama-Bloggerin, das kann durchaus sein, ist aber falsch. Es ist Heather Mack, Mörderin. Gemeinsam mit ihrem Freund tötete sie ihre Mutter und versteckte sie im Anschluss in einem Koffer. Wieder ein Koffer. Die Wieder haben ein Koffer. Ja, Koffer ist ein Thema. Ja. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie es ist, jemanden zu töten? Nee, nicht wie es ist, aber wenn, dann wüssten wir auf jeden Fall, wie man es macht. Wie denn? Schiff. Schiff? Mhm. Ja, du Schiff, ich Gift. Ja, Gift. Nein, aber du wirst dann erwischt damit. Was heißt ein Schiff? Nein, überfahren? Nein, oder? Nein. Ja, von der Reling stoßen. Also wie Kübelböck quasi, der ist ja auch weg. Daniel Kübelböck ist weg. Da wissen wir natürlich nicht. Wie ist er ja noch da. Auf jeden Fall gibt's da, gilt das Schiff als eines der Methoden, wie man jemanden verschwinden lassen kann, ohne, weil du wirst wahrscheinlich niemals eine Leiche finden. Ja, und wer ist zuständig? Und wer ist zuständig? Welche? Mhm. Aber es sind auch überall Kameras auf dem Schiff. Man sieht ja dann, dass sich jemand runterstoßt. Nee, es gibt ja offenbar Ecken, wo man es nicht sieht, weil es gibt ja auch keine Aufnahmen, soweit ich weiß, von Herrn Kübelböck. Bitte nicht jemanden vom Schiff stoßen. Okay, mach's nicht, Freunde, lass es lieber. Aber ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie es ist, jemanden zu zerteilen oder mit einem Messer klein zu schnibbeln, wie der Armin Maivis das ja gemacht hat. Ja, aber was ja gut ist, dass du dir das nicht vorstellen kannst, weil solche Mordfälle, die so, wenn danach die Leiche geschändet wird, meistens herrscht da auch eine Persönlichkeitsstörung vor. Aber das möchten wir bei euch natürlich trotzdem nicht ausschließen. Ich bin auch absolut Banane und bin ein Freak. Ich bin ein Psycho. Ein Freak, ja. Psychopath. Freak in the Sheets. Weiter geht's. Kommt mir bekannt vor. Dann wird sie wahrscheinlich eine Mörderin sein. Benni, möchtest du auflösen? Das ist eine Mörderin, die heißt Jasmine Richardson. Weil ihre Eltern den Umgang mit ihrem Freund verboten, sah die damals 12-Jährige nur einen Ausweg. Sie brachte sowohl ihre Eltern als auch ihren 8-jährigen Bruder um. Wow. Ja, das war richtig. Kommen wir zu Nummer 7, das letzte Bild. Also sie ist ja schon, kann auch ihren könnte Mann eine Beauty-Bloggerin sein. Oder Julia Siegel. Also sie hat auf jeden Fall, da, ich weiß nicht, sie hat auf jeden Fall was sie im Gesicht machen lassen, so. Denke ich mir. Und deswegen und Löckchen hat sie sich auch eingedreht. Weiß ich nicht, die Mörderinnen, die wir jetzt hier vorher gesehen haben, waren alle nicht so aufgetakelt. Aber sie hat crazy eyes. Das ist richtig. Ja.
Margarete Janssen, die ist eine internationale Permanent-Make-up-Masterin. Über 31.000 Instagram-Follower und sie hat ein Motto, Be Your Own Master. Auch in Düsseldorf arbeitet sie in der Klinik. Ja? Ja, da muss ich aber vorbeischauen. In Heimatstadt. In was für einer Permanent-Make-up? Permanent-Make-up, auch natürlich ein Trend, den wir in diesem Jahr mitgehen werden. Natürlich, klar. Das gibt den vierten Punkt. Ihr habt auf jeden Fall mehr Punkte geholt als Lena und Nico Santos. Könnt ihr auf jeden Fall stolz sein. Das ist gut. Alles andere wäre sehr deprimierend. Ja! Ja, ach ja. Lass einen Daumen nach oben da. Habt ihr Instagram oder so, was wir auch linken sollen? Du möchtest verifiziert werden, nehme ich an. Wie kamst du denn darauf? Das können wir gerne. Ja, machen wir jetzt. Ich schnippe einmal. Boing. Und jetzt bist du verifiziert. Vielen Dank. Ganz schnell. Vielen Dank. Jeder, der hier sitzt, kriegt einen blauen Haken. Das ist toll. Oder hat schon vorher einen gehabt. Ja. Wir gucken jetzt alle mal in die totale Kamera und verabschieden uns von unseren tollen Zuschauern. Mit der Pommesgabel. Mit der Pommesgabel. Metal. Pommes Pizza heißt das. Auf worldwide Wiedersehen und Farewell.